Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver, Randomizer Nuzlocke. Ja, was hatten wir heute vor? Genau, wir wollten hier auf den drei Routen drei Pokémon fangen. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendeine Arena machen oder so. Oder ob wir schon mal in den Diktatunnel gehen und da weiter Pokémon fangen. Mal schauen. Auf jeden Fall werden wir erstmal hier Pokémon fangen. Lombrero. Lombrero ist eigentlich cool. Aber ist halt teilweise auch wieder ein Pflanzen-Pokémon. Was ich nicht gebrauchen kann. Aber wir nehmen es mal mit. Ja, das war sehr einfach. Es wird erst in der Abenddämmerung aktiv. Es nährt sich von Moos, das am Boden des Flusses gedeiht. Hombre. Hombre. Okay, wollen wir ganz ehrlich sein. Nicht das... Den hätte ich cool gefunden. Libunkel ist eigentlich cool. Libunkel hätte ich vielleicht sogar ins Team genommen. Okay. Wir wollen erstmal nicht gegen euch alle kämpfen. Das hätte ich zu gerne gefangen. Wäre wenigstens, man wäre zwar auch ein Glass Cannon, aber wäre wenigstens stark. So, lass mich mal gucken. Route 15 haben wir Ombre. Also Route 14 jetzt. Und Route 14 war hier, ne? Müssen wir gegen euch kämpfen, ne? Ja, komm. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und meinen Ranzen abzulegen. Aber wenn du nach Hause willst, warum stehst du hier random in der Gegend rum? Das macht keinen Sinn. Du machst keinen Sinn. Was? Da ist ja mal ein Zufall, dass der genau die passende Beere bei hat. So. Gegen Slimer sollten Psychoangriffe sehr effektiv sein, ne? Da habe ich doch was hier. Und weg. Doppelkampf.
Kein langes Gesicht, kein langes Gerede. Fangen wir gleich an mit dem Kampf. Probieren geht über Studieren. Mutti mit ihrem Sohn. Ach du Scheiße. Kriegen wir hin. Okay, du machst eine Samenbombe auf ihn und du greifst mit Metallklaue einfach an. Komm, weg mit ihm, lösch ihn. Perfekt. Doppelschlag. Das heißt 70. Profitiert von Techniker. Boah, aber weiß ich nicht. Nice. Und Porygon Z. Okay, wir machen wieder Samenbomben und dann machen wir mal eine Kreuzschere auf ihn. Ja, Sternlude sollte direkt tot umfallen, genau. Und Porygon Z bin ich mir gar nicht so sicher. Porygon Z könnte ein gefährlicher Gegner sein, oder? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nee. Nee, ich will nicht deine Nummer. Hör auf. Lass es einfach sein. Ich will einfach Pokémon fangen. Versteht ihr das? Lasst mich einfach meine Pokémon fangen, die ich fangen will. Bodendrache. Boah, so ein Libeldra würde ich auch gerne. Einfach mal ein Drachen-Pokémon im Team wäre auch geil. Ich meine, wir hatten Drachen-Pokémon, ne? King. Leider nicht mehr dabei. Schade eigentlich. So ein gutes Pokémon. So. Was bekommen wir hier? Bitte irgendwas Cooles. Bitte. Ein Pamelie. Es ist nicht euer Ernst. Das ist doch so ein Bullshit. Dank des Schwimmreifs bleibt sein Kopf über Wasser und es kann seine Beute an Land beobachten. Mein fucking Gott, ey. Boah, ein weibliches Bamelin. Bamelie. Armee. Okay. Viele Pokémon können wir nicht mehr fangen und bisher haben wir nur Scheiße bekommen. Sagen wir, wie es ist. Wir haben nur Scheiße bekommen.
So, wir surfen jetzt runter bis Route 13. Soweit wir jedenfalls surfen können. So, wo ist Route 13? Hier ist Route 13. Okay. Genau. Route 13, Route 14, Route 15. Alles klar. Ja, komm. Jetzt muss der Schutz aufhören und dann fangen wir uns ein cooles Pokémon. Route 13 wird sein. Route 13 spüre ich. Route 13 gibt uns Dragoran. Kann mal bitte, genau. Komm, Dragoran. Dragoran. Gib mir einen Dragoran. Komm schon. Ich hab keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Das kann nicht sein. Warum? Ey, warum ein Smetbo? Bleib. Bleib im Ball. Nice. Okay. Wieder ein Platzhalter für die Box. Da seine Flügel mit einem wasserabweisenden Puder überzogen sind, kann es im Regen Honig sammeln. Wow. Smetbo. Oh, was weiß ich? Schmetti. Flieger. Flatter. Flatterta. Ja, wir nennen den einfach Flatterta. Flatter. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Shit, egal. Flattertatata. Okay, ich bin sehr enttäuscht und ich bin nicht zufrieden. Das heißt, wir gehen in die Diktahöhle. Ich bin mit dem Team halt auch noch nicht zufrieden. Ich will das Team irgendwie noch ein bisschen anpassen, umändern. Aber wenn ich keine Pokémon kriege, die ich ins Team mitnehmen will, dann kann ich auch nichts umändern. Da kann ich auch nichts anpassen. Ich muss mal gucken. Wollt ihr mich verarschen? Mit Kopfnuss soll ich anscheinend in manchen Städten noch Pokémon fangen können, wo ich noch keine gefangen habe. Muss ich auch mal gucken. Vielleicht wird das heute einfach mal. Wir gucken gleich mal. Wir gehen jetzt durch. Ach, bleib doch einfach im Ball. Wir gehen jetzt einfach durch den Diktatunnel durch. Und dann gucken wir mal in der Box, ob wir irgendein Pokémon mit Kopfnuss haben. Und dann fliegen wir nochmal ein bisschen hin und her. Und in den Städten, wo ich noch nichts gefangen habe, probieren wir es mal mit Kopfnuss. Vielleicht kriegen wir irgendwo ja noch irgendwas Gutes her. Es besitzt 3 Giftstachel. Mit dem Stachel an dem Hinterleib injiziert es das wirksamste Gift. Cool. Super. Gut.
Fucking Bibor. Was soll ich denn mit einem Bibor? Kann nicht euer Ernst sein, ey. Als ob ich mit Bibor irgendwas machen könnte. So, Pokémon Center. Schauen wir mal. Nein. Hat kein Item. Hat kein Item. Hat ein Fossil. Hat ein Münzamulett. Nichts, nichts. Okay. Wer von euch kann denn eventuell Kopfnuss? Du kannst Kopfnuss. Ich tausche das jetzt erstmal so. Ich werde das Overlay, also den Rahmen, jetzt nicht anpassen, weil der eigentlich nicht Teil des Teams ist. Aber ich muss ja, keine Ahnung. Ich muss ihn ja jetzt mal eben mitnehmen. Okay, wo in Johto? In welcher Stadt? Zwei Städte in Johto fallen mir ein, wo ich keine Pokémon gefangen habe. Da wollen wir doch jetzt mal eben hinfliegen. So, so. Also. Haben wir. Haben wir im Wasser. Haben wir, meine ich, auch im Wasser. Hier haben wir kein Pokémon her. Weil es da kein Wasser und so gab. So, und hier an den Bäumen soll ich ein Pokémon herkriegen. Wie oft muss man das machen? Oder muss ich irgendwie immer an verschiedene Bäume gehen? Oder gibt es nur bestimmte Bäume, an denen ich das machen kann? Okay, da passiert nichts. Oh, oh. 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 Ja, super. Cool. Mhm. Wow. Bin begeistert. Ein Pokéball sollte reichen, oder? Yay. Wow. Sein Körper besteht fast nur aus Magen. Herz und Hirn sind winzig, sein Magensaft verdaut alles. Puck. Okay, das war schon mal ein Griff ins Klo hier. Das war ein richtiger Griff ins Klo. So, hier. Bin ich mir gar nicht sicher. Kann sein, dass wir von da Evoli oder so haben. So.
Nationalpark, das ist auch. Das zählt zur Safari-Zone, würde ich sagen. Das heißt hier. Das ist die einzige Stadt in Johto, wo ich kein Pokémon fangen konnte. So, haben wir hier irgendwo Bäume? Haben wir aber an die komme ich nicht dran. Ah. Bitte, bitte. Dragoran. Despotar. Irgendwas Gutes, komm schon, komm schon. Milotic. Komm schon. Ah, ich habe Schutz drin gehabt, okay. Geht das jetzt schneller? Geht wahrscheinlich trotzdem nicht schneller. Komm schon. Sei doch nicht so. Okay, irgendwie passiert hier nichts. Aber komm, gerade hat es auch ein bisschen gedauert. Meine Fresse. Hier noch andere Bäume. Die sind noch innerhalb der Stadt. Okay, wir beschleunigen. Komm schon. Bringt wahrscheinlich auch nichts. Muss man auf irgendwas achten dabei? Aber ich habe keine anderen Bäume hier. Komm schon. Okay, es passiert einfach nichts. Heißt das, ich muss mich damit abfinden, dass ich hier kein Pokémon aus dem Baum rauskriege, oder? Okay, ich finde mich einfach damit ab, dass es hier nicht funktioniert. So. Schauen wir noch mal in Kanto. Vielleicht gibt es da auch irgendwo Städte. Lavandia oder... Kann ich hier vielleicht in den Bäumen noch irgendwas machen? Weil hier haben wir rein theoretisch auch kein Pokémon gefangen.
Na, passiert gar nichts, ne? Aber warte mal. Google. Mahagonia City. So. Das sieht nämlich nicht so aus, als würden in Mahagonia City irgendwelche Pokémon überhaupt existieren. So, wenn ich jetzt beispielsweise Oliviana City nehme, dann steht hier, dass man da verschiedene Pokémon angeln, surfen, hast du nicht gesehen kann. So, dann nehmen wir jetzt nochmal eine andere Stadt. Lucatia City, genau. Und in Lucatia City ja, kann man Evoli geschenkt bekommen oder ein Pokémon tauschen. Mehr nicht. Gut. Dann finden wir uns damit ab, dass das so ist. So. Hier haben wir ja schon überall. Kraftwerk, Felstunnel. Da. Da kann ich, glaube ich, auch keinen Kopfnuss einsetzen. Ich glaube, das ist da nicht möglich. Oh, doch. Komm schon. Gib mir Pokémon. Gib mir Pokémon. Komm schon, sei nicht so. Sei doch nicht so. Ich muss mein Team verstärken. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Okay. Wir lassen das. Wenn ich da irgendwas falsch mache, sagt mir das, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Bei dem einen Baum, ja, hat es funktioniert, bei den anderen Bäumen hat es nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. So. Route 4 war mir. Also 1, 2, 3 eventuell. 4. Also so ein paar Pokémon können wir ja noch fangen. Und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Ja gut, werden wir wahrscheinlich jetzt den nächsten Part machen. Da werden wir die restlichen Pokémon, die noch übrig sind, fangen. Dann basteln wir uns unser ultimatives Team und dann werden wir die Arenen und die Pokémon-Liga und alles andere in Angriff nehmen. So, das war es aber auf jeden Fall für heute. War sehr enttäuschend. Ich habe wenigstens gehofft, dass wir wenigstens ein cooles Pokémon kriegen, aber nada. Nun gut. Wollen wir nicht traurig werden. Wird sicherlich besser. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich mal, bye bye.